Hallo und herzlich willkommen aus meiner Küche zu meinem neuen Video. Und zwar hatte ich euch letztens dazu aufgerufen, dass ihr mir Fragen für ein neues Q&A stellen könnt. Und diese Fragen möchte ich jetzt beantworten. Ich habe gerade gesehen, das sind 14 Kommentare und einige haben mehrere Fragen gestellt. Also fangen wir auch gleich an, weil sonst wird das Video ewig lang. Und zwar fragt 2D Reisen, was wäre dir lieber, ein Sechser im Lotto oder die wahre Liebe? Ich denke wirklich ernsthaft darüber nach, weil so der erste Impuls wäre natürlich die wahre Liebe. Aber ich bin so ein Mensch, ich glaube nicht an diese wahre Liebe. Also ich meine, ich liebe Manu und ich möchte, hoffentlich werde ich das die restliche Zeit meines Lebens mit ihm verbringen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er meine wahre einzige Liebe ist. Und ich glaube, es gibt einfach mehrere Personen, die zu einem passen, mit denen man glücklich sein kann. Aber ich würde doch noch die Liebe dem Sechser im Lotto vorziehen, glaube ich. Weil dieses Geld habe ich dann, das ist auch toll. Wenn ich aber niemanden habe, mit dem ich das dann teilen kann, die Reisen, die ich dann mit diesem Geld machen kann und so, wäre es doof. Also doch, ich wähle dann die wahre Liebe, auch wenn es klischee-mäßig ist. Findest du es schwierig, mit Kindern in den Urlaub zu fahren? Ich habe neulich mal gelesen, dass es sich gar nicht lohnt, weil das für die Mamas nur Stress ist, fragt Isabella. Isabella, ich habe dazu ein paar Vlogs, die ich dir empfehlen kann. Und zwar die einen sind vom Juni. Musst du mal ein bisschen weiter gucken. Und da war der Urlaub für mich nicht entspannt, wirklich nicht. Das siehst du da auch. Und wenn du dann weiter hochgehst, im August waren wir nochmal an der Ostsee und dieser Urlaub war mega entspannt für mich. Es gibt so ein paar Dinge, die dir helfen, einen entspannteren Urlaub zu haben. Ich finde es immer noch wichtig, als Familie, als Mama in den Urlaub zu fahren. Du hast den Tapetenwechsel, du machst mal was anderes. Du hast viel, viel intensivere Zeit mit deinen Kindern. Natürlich ist das was völlig anderes, als wenn du alleine oder nur mit deinem Partner wegfahren würdest. Deswegen, Organisation ist alles. Stell dich auf jede mögliche Situation ein, sei es, dass die Kinder krank werden. Pack allen möglichen Krimskrams ein. Pack nicht zu viel Spielzeug ein, aber die Dinge, von denen du weißt, damit kriegst du deine Kinder. Hab immer mal so ein bisschen so ein Ass im Ärmel. Hab vielleicht doch mal einen Film dabei, wenn es gar nicht geht mit den Kindern. Zum Beispiel, organisier die Fahrt halt gut, dass ihr viele Pausen macht, dass ihr Pausen an Raststätten macht, wo Spielmöglichkeiten sind. Vielleicht stückelt ihr die Fahrt auch, dass ihr zwischendurch nochmal einen Ausflug macht, dass die Kinder da nochmal abgelenkt sind und nicht die ganze Zeit durchfahren müssen. Und ansonsten bleib einfach ruhig. Also das habe ich halt so in diesem zweiten Urlaub. Ich habe dann mal einen Podcast darüber gemacht, den kann ich hier unten auch gerne mal verlinken. Warum ich in einem zweiten Urlaub so viel entspannter bin und was ich als Resultat daraus gezogen habe, ist für dich vielleicht ganz interessant. Ich bin einfach mit einer ganz anderen Grundeinstellung daran gegangen und war so viel ruhiger, so viel entspannter. Das war so viel erholsamer für mich. Und in diesem Podcast habe ich zusammengefasst, warum das meiner Meinung nach so war. Und warum es im anderen Urlaub, im ersten Urlaub dieses Jahr nicht so war. Also doch, man kann als Mama definitiv im Urlaub auch entspannen. Da gibt es halt so ein paar Tipps und Tricks, die ich da in diesem Podcast erwähne. Deswegen würde ich dir empfehlen, dir den mal anzuhören. Aber als Mama doch, kann man absolut in den Urlaub fahren. Ich hatte schon stressige Urlaube, ich hatte schon tiefenentspannte Urlaube mit meinen Kindern. Also das ist immer auch formabhängig. Deine Form, die Form der Kinder, wenn die gerade eine Trotzphase haben, ist natürlich etwas doof. Und wie man halt organisiert ist, wo man hinfährt, ob es kindgerecht ist. So, Franfine hat mehrere Fragen. Jetzt geht's los. Was hast du vorher beruflich gemacht? Okay, fangen wir mal nach dem Abitur an. Nach dem Abitur habe ich ein Fernstudium zur Hochzeitsplanerin gemacht. Danach habe ich Wirtschaft und Sprachen mit Schwerpunkt Eventmanagement studiert. Danach habe ich Vince bekommen. Dann habe ich beim Friseur gearbeitet, war dort quasi Mädchen für alles, habe dort auch ein bisschen Büro gemacht. Danach habe ich als Bürokauffrau gearbeitet im Versicherungsunternehmen und dann habe ich Svea bekommen und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Warum machst du das jetzt nicht mehr? Nichts davon hat mich glücklich gemacht. Diese Jobs, die ich damals hatte, waren furchtbar. Also ich habe die Aufgaben, die ich da hatte, das hat mir null Spaß gemacht und das habe ich auch gemerkt und ich habe da auch an mir gezweifelt. Ich habe am Anfang gedacht, wo ich so merkte, okay, das ist alles nichts für dich. Ich habe ja auch viel ausprobiert. Ja, vielleicht bin ich einfach faul. Vielleicht will ich einfach gar nicht arbeiten. Vielleicht bin ich so ein klassischer Hartz-IV-Empfänger
Und zum Glück kann ich sagen, dass ich das nicht bin, weil ich wusste eigentlich, dass ich kein fauler Mensch bin. Ich hatte nur einfach damals noch nicht den richtigen Job für mich gefunden. Und dann habe ich mich einfach während der Elternzeit mit Svea ganz intensiv mit diesem Thema beschäftigt und habe dann meinen Traumjob für mich entwickelt und arbeite jetzt da drin und bin super happy und super glücklich. Und ich bin auch der Meinung, dass niemand in einem Job arbeiten sollte, der ihn unglücklich macht. Man muss sich dann halt nur näher mit sich auseinandersetzen. Was kann man, was will man und wie kann man das dann beruflich einfach umsetzen? Womit verdienst du momentan dein Geld? Ich habe mehrere Einnahmequellen. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig für mich persönlich, weil der Grund, warum ich mich ursprünglich nicht, also als Hochzeitsplanerin wäre auch so der logische Schritt gewesen, sich selbstständig zu machen mit einer Agentur. Und ich habe immer gesagt, ich möchte das nicht, ich habe da Angst davor, ich möchte lieber als Partner irgendwo einsteigen oder als Angestellte in einer Agentur. Und um diese finanzielle Unsicherheit oder diese Angst vor diesen Finanzen einfach zu mindern, habe ich mehrere Einnahmequellen. Das ist zum einen natürlich YouTube, zum anderen ist das mein Mama-Coaching und außerdem arbeite ich ja noch als virtuelle Assistentin. Das heißt, für andere Selbstständige, für Unternehmen übernehme ich dann Aufgaben, die ich halt einfach ortsunabhängig hier zu Hause von meinem Homeoffice aus machen kann. Und damit verdiene ich mir auch noch ein bisschen was und dadurch habe ich halt echt drei Standbeine, die mir Geld einbringen. Außerdem wird es nächstes Jahr ein paar Produkte von mir geben zum Kauf. Und das ist dann noch eine weitere Einnahmequelle. Also ich habe mehrere Einnahmequellen. Kommst du damit gut über die Runden? Also machen wir uns nichts vor. Ich bin jetzt seit einem Monat selbstständig. Ich bin noch keine Millionärin. Und das werde ich auch dieses Jahr nicht mehr werden. Aber ich komme gerade so rum im Moment. Aber es kann ja nur besser werden. Also ich musste das auch lernen. Am Anfang war das wirklich schwer für mich. Aber ich musste lernen, loszulassen, es fließen zu lassen. Ich weiß, dass es funktionieren wird. Ich weiß, dass es der richtige Weg wird oder der richtige Weg ist. Ich weiß, dass es laufen wird. Aber es braucht halt einfach so ein bisschen seine Zeit. Und dann musste ich das einfach loslassen, Vertrauen haben, auch in mich selbst, in meine Fähigkeiten, in meine Ideen. Und es wird sich schon alles fügen. Und sie fragt, aber jetzt muss ich mal deinen Kommentar ein bisschen größer machen. Wie gehst du mit Misserfolgen, wenn deine Ziele vielleicht nicht sofort so aufgehen, wie du es dir erhoffst? Also wie ich mit Misserfolgen umgehe. Für mich gibt es keine Misserfolge. Weil wenn etwas schief geht, kannst du immer was daraus lernen. Gehen wir jetzt mal davon aus, das E-Book, was ich gerade rausbringe, wenn das floppt und es kein Mensch liest, dann lerne ich daraus, dass die Art und Weise, wie ich das angegangen habe, nicht funktioniert. Dass mein Schreibstil nicht funktioniert, dass ich es nicht gut genug vermarktet habe. Dass es vielleicht das falsche Format ist, alles Mögliche, das kann man dann daraus lernen. Also, wenn irgendetwas schief läuft, lerne ich halt immer daraus. Natürlich ist man am Anfang enttäuscht und traurig. Das bin ich vielleicht einen Tag lang. Und dann lasse ich das los und dann denke ich darüber nach, was ich daraus lernen kann und dann mache ich es einfach anders. Oder ich mache was Neues. Manchmal muss man Dinge dann auch einfach loslassen und für sich entscheiden, okay, das funktioniert so nicht, das ist nichts für mich, ich mache halt wieder was anderes. Und ihre letzte Frage, inwiefern unterstützt dich dein Mann bei deinen Zielen? Also Manu ist so locker, flockig, leicht, mach mal. Also der hat dann auch irgendwann mal zu mir gesagt, ich wusste, dass du irgendwann den Job findest, der für dich passt und wenn du ihn halt erst erfinden musst. Also der ist da super entspannt. Also solange das finanziell einigermaßen läuft, solange ich glücklich bin, ist alles super. Und wenn ich mal eine Frage habe oder er mir irgendwas helfen soll, dann macht er das auch. Gibt mir auch meine freie Zeit, wenn ich mal irgendein Projekt habe, was ich noch zu Ende machen muss. Ey, es tut mir leid über den Müll da. Das ist kein Müll, das ist übrigens meine Ablage. Ja. genau, also Mann unterstützt mich da wirklich gut. So, Moon of June 86 fragt: Bist du zufrieden damit, dass Manu Vollzeit arbeitet und du weniger Stunden machst und dafür die Kinder mehr hast? Oder wäre es dir mal andersrum lieber? Nein, zu keinem Zeitpunkt. Ich möchte niemals wieder Vollzeit arbeiten. Niemals wieder werde ich 40 Stunden arbeiten gehen. Bin absolut zufrieden, dass Manu das macht. Ich möchte es nicht haben, weil ich habe Kinder bekommen, um Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, um meine Kinder aufwachsen zu sehen. Und davon sehe ich nicht so viel, wenn ich 40 Stunden arbeiten gehe. Nee, würde ich niemals tauschen wollen. Ich bin absolut zufrieden und glücklich damit, so wie es jetzt ist. Christina Bund. Du hast mal gesagt, ihr seid nicht kirchlich. Genau, das ist richtig. Erzieht ihr eure Kinder dennoch religiös, weil ihr Weihnachten und Ostern feiert? Ich hoffe, es ist nicht zu privat.
Also für mich hat Ostern und Weihnachten natürlich noch was Religiöses. Und Vince ist jetzt so weit, dass er auch mitbekommt oder von uns gelehrt bekommt, warum wir Ostern und Weihnachten feiern. Ich meine, viele in Deutschland feiern Ostern und Weihnachten und sind nicht kirchlich. Trotzdem kennen sie den Hintergrund, den Ursprung. Aber ich finde, das ist bei Weihnachten jetzt zum Beispiel nicht alles. Also ich feiere es halt nicht aus dem religiösen Ursprung, sondern ich feiere es, um mit meiner Familie zusammen zu sein, um mit meiner Familie die Zeit zu genießen, um ja einfach diese weihnachtliche Stimmung zu genießen. Und er bekommt aber auch peu à peu natürlich entsprechend seines Alters und dann Svea auch später beigebracht, warum wir Weihnachten feiern, warum wir Ostern feiern. Genau, also den kirchlichen Hintergrund, weil ich will ihn halt auch so offen erziehen, dass er sich irgendwann mal aussuchen kann, ob er kirchlich religiös sein möchte, ob er Buddhist werden möchte, Jude werden möchte oder ob er einfach wie wir nicht religiös sein möchte. Also ich möchte ihn da frei erziehen, dass er sich das irgendwann selbst oder auch Svea, dass die Kinder sich das selbst aussuchen dürfen. Es tut mir übrigens leid, ich bin immer noch erkältet. Deswegen höre ich mich heute nicht so super an. Außerdem fragt Christina noch, welches ist dein Traumurlaubsziel? Ich habe mega viele Ziele, die ich noch besuchen möchte. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber da hinten im Flur hängt eine ganz große Europakarte, auf der so meine Ziele markiert sind und auch Manus. Genau, und ich möchte jetzt erstmal so Europa abstecken. Was ich in nächster Zeit unbedingt gerne mal wieder, ich möchte gerne unbedingt mal wieder nach London. Also über ein verlängertes Wochenende. Genau, das wäre so im Moment mein Traumurlaubsziel. Wenn ich mir aussuchen könnte, im Moment, wo ich hinfliege, dann möchte ich unbedingt wieder nach London. Und gerne mal so zur Weihnachtszeit. Was war dein Lieblingsfach in der Schule? Deutsch. Ja, weil ich unglaublich gern gelesen habe und weil ich unglaublich gerne selber geschrieben habe, war Deutsch mein Lieblingsfach. Zimtsternchen hat auch ganz, 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 ganz viele Fragen. Und wir fangen einfach mal an. Was ist dir bei der Erziehung deiner Kinder ganz besonders wichtig? In welchen Punkten bist du dir vielleicht mit Manu gar nicht einig? Ganz besonders wichtig ist für mich, dass meine Kinder frei von irgendwelchen Vorurteilen aufwachsen und frei von diesem Schubladendenken. Also ich will nicht, dass Vince, weil er ein Junge ist, sich nicht die Fingernägel färben darf, sich nicht die Haare färben darf, auch nicht rosa, er hatte letztens rosa Haare, oder dass Svea nicht Fußball spielen darf. Also von diesen Schubladendenken und von diesen Vorurteilen oder diesen Klischees möchte ich komplett frei erziehen. Und das ist so ein Punkt, wo wir manchmal mit Manu nicht einer Meinung sind, weil er es nicht so krass sieht. Also ich bin da wirklich, mir ist das so super, super wichtig. Und ich möchte dann halt auch nicht, dass er Vince gegenüber irgendwie so Sachen raushaut wie, das machen nur Mädchen. Solche Sätze sollte es eigentlich bei uns in der Familie gar nicht geben. Aber es ist halt ein Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist. Und da muss ich ihm halt immer mal wieder, du, das wollte ich nicht so. Und dann, ja, okay. Dann revidiert er das auch gegenüber Vince. Du, das habe ich gerade nicht so meint. Oder ich würde es lieber anders nochmal ausdrücken. Also ja, klar. Wenn man so, ne, oder Manu ist zum Beispiel jemand, der sehr auf Regeln bedacht ist. Und ich bin jemand, ich weiche gerne mal von diesen Regeln ab. Und da ist er dann zum Beispiel derjenige, wo er sagt, du komm, wir hatten da eine Regel und du hast dich heute nicht dran gehalten. Aber ich glaube, das ist auch völlig normal, weil jeder für sich so wichtige Punkte hat, die ihm in der Erziehung besonders wichtig sind. Und da kann es schon mal sein, dass man da nicht unbedingt einer Meinung ist. Und sie schreibt, dass sie gerne mal einen Einblick in die Brotdosen meiner Kinder haben möchte. Möchtest du nicht. Meinen wöchentlichen Einkauf, das kann ich irgendwann mal wieder machen. Und meine Lieblingsrezepte, die sind voll simpel. So Nudeln mit Tomatensauce und Milchreis und so. Ich guck mal, irgendwann mache ich mal sowas. So, dann hat sie noch weitere Fragen. Welche sind die absoluten Lieblingskuscheltiere deiner beiden Mäuse, ohne die nichts geht? Haben die nicht. Beide nicht. Also, nochmal, das Kind kam nämlich gerade. Lieblingskuscheltiere. Haben die nicht. Haben wir versucht, wollten die nicht so haben. Also wir haben sehr viele Kuscheltiere da. Aber da sind meine Kinder nicht so abhängig drauf. Vince hat sein Zauberkissen, mit dem er halt immer schläft und was er dann auch gerne zum Schlafen mitnimmt, wenn er bei Oma und Opa ist oder im Urlaub. Und zwar so eine Kuscheldecke, die die halt ganz gern mag. Aber das sind keine Sachen, die mit in den Kindergarten nehmen müssen oder zum Einkaufen oder irgendwas. Ich glaube, ich muss mal eine kurze Pause machen. Also nee, so Lieblingskuscheltiere haben die gar nicht.
Komisch, aber vielleicht kommt das auch irgendwann noch. So, jetzt geht's wieder. Welche Filme, Hörspiele und Musik mögt ihr über die Winter- und Weihnachtszeit ganz besonders? Ich habe da jetzt nichts Klassisches, außer Rolf Zukowski und Wolfgang Petri. Der hat auch so zwei Weihnachtsalben rausgebracht, die ich sehr schön finde. Und wir haben so eine Rock-Christmas-Compilation, die wir dann super gerne hören. Ansonsten gibt es ja dann so von den Hörspielen, die wir hier halt gerne hören, auch immer wieder so Winter- und Weihnachts-Editions, ne? Also bei Feuerwehrmann Sam liegt ja irgendwo mal Schnee und von Benjamin Blümchen natürlich sowieso. Aber so direkt sind wir da jetzt nicht so krass klassisch aufgestellt, glaube ich. Fragt, hast du und Manu Geschwister? Manu ist Einzelkind und ich habe noch eine jüngere Schwester, die ist 4 Jahre jünger als ich. Wisst ihr schon, was die Kinder zu Weihnachten bekommen und wie läuft Weihnachten immer so bei euch ab? Ich habe schon so eine ungefähre Ahnung, was die Kinder zu Weihnachten bekommen, ja. Das überlege ich mir immer so schon so über das Jahr. Ich kann euch sagen, was die Kinder von uns bekommen. Da bekommt ja jeder immer nur eins. Und zwar bekommt Vince von VTech diese Digitalkamera. Und Svea bekommt eine Holzkamera, die auch so ein Klickgeräusch macht, wenn sie auf den Auslöser drückt. Das bekommen die Kinder von uns. Und ansonsten habe ich so ein paar Sachen, die ich mir für die Kinder einfach wünsche. Und die bekommen dann die Omas einfach gesagt. Und dann gucken wir mal, was es gibt. Am liebsten wäre es mir ja, die würden gar keine Spielsachen bekommen, weil einfach schon genug da ist. Deswegen bekommen sie auch jedes Jahr ja von uns immer nur eine Sache. Und ich gucke aber wirklich, dass ich es minimal halte. Und wenn dann jemand sagt, okay, ich möchte gerne noch mehr ausgeben, dann sollen sie es bitte als Geldbetrag geben. Vince hat eine Spardose, wo er spart, oder beide Kinder haben auch Sparkonten oder so. Genau. Oder halt mal, dass wir sagen, als Familie wünschen wir uns was. Also ich finde es auch immer schön, das haben wir auch mal gemacht, uns eine Jahreskarte für den Zoo haben wir uns zum Beispiel mal was gewünscht. Das ist nichts, was dann wieder im Regal steht, sondern wo wir halt was zusammen erleben können. Das finde ich auch ganz schön. Oder halt so Gutscheine für den Indoor-Spielplatz oder weiß der Kuckuck nicht. So, Missy and Madame Block fragt, möchtest du noch ein Kind? Nein. Vielleicht sollte ich das weiter ausführen. Ich bin glücklich und vollkommen zufrieden mit meinen 2 Kindern. Ich habe einen Jungen, ich habe ein Mädchen, die sind beide gesund. Und das macht mich sehr glücklich. Wir wollten eigentlich ursprünglich mal mehr Kinder. Dafür müssten wir aber umziehen in ein größeres Haus. Und das haben wir nicht vor. So einfach ist es eigentlich. Bekommst du deine Ziele immer gut umgesetzt? Ja, immer. Fast ausschließlich immer. Ich habe euch auch schon mal, im letzten Vlog habe ich euch erzählt, wie ich meine Ziele so umsetze. Und möchtest du wieder als Wedding-Planerin arbeiten? Nö. Also dieser Bereich meines Lebens ist abgeschlossen. Das habe ich beendet, das Thema für mich. Ja, nö. Nein, möchte ich nicht mehr. Zack Fair fragt, bist du mit deinen Kanälen zufrieden? So semi. Also den Buchkanal, den mache ich ja einfach, weil es mir Spaß macht. Den mache ich aus keinem anderen Grund. Den mache ich nicht, um Geld zu verdienen, Reichweite, bla blub. Das mache ich einfach, weil ich gerne, wenn ich ein tolles Buch lese, das mit euch teilen möchte und das für mich einfach das beste Medium dafür ist. Dieser Kanal hier, mit dem bin ich aktuell sehr zufrieden, was die Themen anbelangt. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Ich habe endlich das gefunden, was ich so machen möchte, was diesen Kanal dann auch auszeichnet. Natürlich wünscht man sich mehr Zuschauer, logischerweise. Es tut wahrscheinlich jeder. Aber mir geht es halt auch darum, diese Message, die ich dann hier so vertrete oder die Tipps, die ich euch gebe oder den Input, den ich euch gebe, natürlich mit noch mehr Menschen teilen zu können. Aber wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so. Ich habe dieses Motto, wenn ich mit einem Video nur einem Zuschauer irgendwie sinnvoll helfen kann, dann hatte das Video schon Sinn für mich. Was ist das Tollste daran, Mama zu sein? Oh, das ist so schwer, so runterzubrechen. Also es ist einfach, da sind so Menschen, die lieben dich bedingungslos. Die kennen dich gar nicht und die lieben dich einfach. Und die werden immer an deiner Seite sein. Und du kannst vor deinen Kindern echt sein. Du musst dich nicht verstellen. Du kannst wirklich so sein, wie du bist. Und es ist absolut genial. Und was ist mein Lieblingsfilm? Ich würde jetzt grob sagen Harry Potter. Und dann würde ich sagen, ich glaube, der erste Harry Potter, weil es halt einfach der erste war, ne? Und da dieser Zauber so ganz frisch und neu war. Übrigens gucken wir gerade wieder alle Harry Potter Filme. Mandy P. fragt, wie gehst du mit Trotzphasen um?
ich sitze die aus. Wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ich sitze da und lasse das Kind schreien, bocken, was es da halt gerade so hat, und sitze das aus. Ich greife da selten ein. Die Kinder können, wenn sie sich beruhigt haben, dann halt zu mir kommen und meine Nähe holen oder sich nehmen. Also es wäre zum Beispiel, die möchte dann überhaupt gar keine Nähe haben. Und ansonsten lasse ich die einfach wütend schreien, weil die das in dem Moment brauchen. Und dann ist gut. Das sind einfach so Phasen. Und da müssen wir dann alle durch. Die Kinder müssen da durch, ich muss da durch. Aber ich setze auch gerade, kommuniziere auch klar meine Grenzen. Also wenn dann für mich irgendwann meine Grenze erreicht ist, wenn die genug gebrüllt haben, laut genug gebrüllt haben und ich einfach nicht mehr kann, dann kommuniziere ich das auch. Und dann muss ich zum Beispiel auch mal aus dem Raum gehen, wenn Manu noch da ist oder solche Sachen. Also ich zeige da auch klar meine Grenzen auf, weil ich finde es gut, dass die Kinder ihren eigenen Willen haben, ihre Durchsetzungskraft haben, aber sie müssen auch lernen, die Grenzen anderer Menschen zu akzeptieren. Und das ist mir ganz wichtig. Würde es noch ein drittes Kind geben? Nein, wir sind komplett. Was ist mein Lieblingsessen? Nudeln mit Tomatensauce. So ganz klassisch. Was bringt mich zur Weißglut? Boah. Ja, doch. Wenn Leute ihre Versprechen nicht halten. Das bringt mich zur Weißglut. Was ist dein Lieblingsduft? Habe ich leider überhaupt nicht. Habt ihr Haustiere? Nein. Wir hätten gern. Also ich und die Kinder. Aber ich verstehe Manu, dass er keine möchte, weil wir wohnen halt wirklich, unsere Haustür geht auf und da ist Straße. Wir haben zwar hinten raus einen Garten, aber der ist nicht komplett abgezäunt. Das heißt, es ist für Katzen und Hunde halt sehr gefährlich und wir wollen schon, also es geht halt so in Richtung Katze oder Hund. Es ist auch natürlich im Moment dann auch wieder ein Ding, wenn du in Urlaub fährst. Ich gebe dann die Tiere irgendwie nicht so gerne in Pension oder so. Ich glaube später mal, wenn die Kinder größer sind oder wenn sie aus dem Haus sind oder so, wird es einen Hund geben. Auch eine Katze kann ich mir gut vorstellen. Manu ist halt im Moment noch nicht so weit. Und es müssen dann schon alle 400% hinter diesem Tier stehen. Genau, also im Moment haben wir einfach keine Haustiere. Ich denke, aber irgendwann wird es welche geben. Und wenn es ein Aquarium ist. und Isabella fragt nochmal, was ich früher immer werden wollte. Schriftstellerin. Dear Mary ist jetzt die Letzte. Und sie fragt: Was ist dein Lebensmotto? The show must go on. Schon immer gewesen. Also egal, was passiert, es muss weitergehen und es wird weitergehen. Und was sind die drei wichtigsten Sachen, die du deinen Kindern mit auf den Weg geben möchtest? Das ist so, was ich vorhin schon gesagt habe, dieses nicht in Schubladen denken, keine Vorurteile haben, dass sie alles sein können, was sie wollen. Alles werden können, was sie wollen, jede Persönlichkeit annehmen können, die sie wollen, und dass sie einfach frei sind. Sie frei sind, sein zu können, wer sie wollen, hingehen zu können, wer sie wollen, tun können, was sie wollen, lieben können, wen sie wollen. Ja. Waren das jetzt drei? Welche drei Kinderbücher findest du als besonders empfehlenswert? Ich muss noch mal was trinken. Sehr empfehlenswert. Das ist jetzt so mehr kein Pädagoge. Also wir haben diese Wieso, Weshalb, Warum heißen die so? Bücher mit so Klappen, ne, zu verschiedenen Themen, sowas finde ich immer eigentlich ganz gut. Dann haben wir auch verschiedene Kinderbücher zum Thema Homosexualität, weil ich finde es auch wichtig, dass Kinder damit aufwachsen, dass es völlig was völlig Normales ist. Ansonsten finde ich sowas wie Pippi Langstrumpf halt auch unglaublich wertvoll. Und meine Kinder werden auch definitiv Harry Potter lesen oder vorgelesen bekommen. Ja. was würdest du einer Freundin raten, die eine Schönheitsoperation an sich vornehmen lassen möchte? Mach's. Also ist ja jedem seine Sache. Ich glaube, man sollte sich nur immer ein bisschen bewusst sein, nur weil ich mir jetzt, nehmen wir mal ein Beispiel, die Nase machen lasse, bin ich danach kein anderer Mensch und mein Leben ist auch nicht glücklicher. Weil nur weil ich meine Nase nicht schön finde, macht mich das nicht zu einem unglücklichen Menschen. Ja, ich komme gleich. Sondern da spielen auch noch ganz viele andere Faktoren eine Rolle. Dann liebe ich mich selbst nicht, dann habe ich ein geringes Selbstbewusstsein. Also eine Schönheitsoperation, ja, okay, von mir aus. Kannst du bitte kurz warten, geht das? Ich habe es auch gemacht. Das ist schön. Genau, also ich würde ihr halt, ja, soll sie es machen, wenn sie sich danach wohler fühlt.
Aber sie sollte halt auch was an ihrer Selbstliebe tun oder an ihrer Selbstliebe arbeiten. Weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass man halt nicht diese Illusion hat, danach ist man ein anderer Mensch, ist man glücklicher, ist man schöner. Ist man nicht. Selbstliebe ist halt das unmittelbar. Also mit Selbstliebe kann ich halt auch mit zwei ungleichen Brüsten leben. Hauptsache ich liebe mich selbst. Denkst du, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Ja, ich persönlich ja. Ich bin nicht religiös im eigentlichen Sinne, aber ich glaube an Seelenwanderung. Ich glaube daran, dass meine Seele dann irgendwann aus meinem Körper bupp, und in einen anderen Körper oder in einem anderen Körper wiedergeboren wird und ein neues Leben beginnt. Das glaube ich persönlich. So, und jetzt schreibt sie, nun bist du löchrig wie ein Käse. Ja, bin ich. Aber es waren sehr schöne, sehr interessante Fragen. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Das Video ist doch ein wenig länger geworden. Aber ich muss jetzt auch beenden, weil Vince wird jetzt unruhig und der möchte jetzt beschäftigt werden von der Mama. Und ich merke auch, dass meine Stimme nicht mehr lange mitmacht. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen, so ein Q&A. Ich werde das neue Jahr nochmal mit einem Q&A starten. Aber das dauert ja noch ein bisschen. Ansonsten sehen wir uns dann am Samstag wieder zu meinem neuen Video. Bis dahin, tschüss!